einmal rund um die Welt oder 11-mal um ganz Deutschland herum. Wenn man die Lampen so aufreiht wie wir hier, ist das die erstaunliche Menge von Altlampen, die Deutschlands größtes Recycling-System für Lampen und Leuchten, LightCycle, bislang eingesammelt hat. Sie sehen also, beim Thema Recycling geht es nicht nur um alte Toaster oder Kühlschränke, sondern auch um alte LEDs, Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren. Der beliebteste Abgabeort für Altlampen ist übrigens der Wertstoffhof. Und wie einfach es ist, meine alte Lampe hier loszuwerden, das schaue ich mir jetzt mal an. Guten Tag, Stefan Götte. Hallo, grüße Sie. Darf ich bei Ihnen meine alte Lampe loswerden? Das können Sie gerne. Und wussten Sie übrigens, dass das eigentlich ein Elektrogerät ist? Okay, also für mich und für die meisten anderen ist das wahrscheinlich nur eine Lampe, aber es ist ein Elektrogerät. Es ist ein Elektrogerät, weil Elektronik verbaut ist. In diesem Bereich im Sockel ist Elektronik und es ist sehr wichtig, dass Sie das hier abgeben, die Lampe hier abgeben, damit diese Elektronik, die Bauteile wieder recycelt werden können. Mhm. Sie dürfen das bitte hier hineinlegen, vorsichtig, damit nichts kaputt geht. Sehr vorsichtig, bin ganz brav. Durch das Lampenrecycling konnten in den letzten Jahren übrigens 60.000 Tonnen an Materialien dem Materialkreislauf wieder zugeführt werden. Lampenrecycling gibt es aber nicht nur auf dem Wertstoffhof, sondern auch im Handel, ganz in Ihrer Nähe. Alles dazu auf sammelstellensuche.de.